Unsere Erde hat viele Gesichter. So vielfältig sie sind, so unterschiedlich sind auch die Bewohner. Und Leben gibt es tatsächlich überall. Kaum zu glauben, dass diese Lebensräume und ihre Bewohner durch ein unsichtbares Band miteinander in Verbindung stehen. Ja, dass es den einen ohne den anderen gar nicht geben würde. Die eisigen Pole, die Wüsten, die Regenwälder und die Meere. Alle großen Natursysteme sind miteinander vernetzt. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, nur auf Gletscher, Dünen, Korallen oder Bäume zu starren. Wir müssen alles gleichzeitig betrachten. Die Wissenschaft versteht immer besser, wie alles mit allem zusammenhängt. Unser Planet ist offenbar keine Ansammlung voneinander unabhängiger Systeme, auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag. Tatsächlich funktioniert das Ganze eher wie ein großer Superorganismus, wie ein lebendiger Planet. Und deswegen ist es für uns eben nicht egal, wie es dem Regenwald am Amazonas geht oder auch den Eisbären in der Arktis. Beginnen wir unsere Reise auf der Suche nach diesem unsichtbaren Netzwerk in der Arktis. In einem Lebensraum für Kältespezialisten. Im Winter sinken die Temperaturen bis auf minus 35 Grad Celsius. Spuren des unumstrittenen Herrschers über die eisige Landschaft. Mit seiner feinen Nase erspürt er seine Beute selbst unter meterdickem Eis und aus mehr als einem Kilometer Entfernung. Das Robbenbaby kann noch nicht schwimmen und seine Fettschicht ist zu dünn, um längere Zeit im Wasser zu sein. Nur jeder zehnte Angriff ist erfolgreich. Rund um die Inselwelt Spitzbergens leben etwa 3500 Eisbären. Sie sind dort praktisch die Nachbarn der Menschen in New Orleans. Und wer hier unterwegs ist, muss die Augen offen halten. In New Orleans, rund 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt, muss man immer wieder mit Eisbärbesuchen rechnen. New Orleans ist die nördlichste Siedlung der Welt. Hier sieht es ein bisschen aus wie in so einem putzigen norwegischen Fischerdorf. Tatsächlich ist das hier aber ein Hotspot der internationalen Arktisforschung. Und in diesem bunten Holzhäuschen, da wohnen auch keine Fischer mit ihren Familien, sondern Forschende arbeiten da drin. Und diese Häuschen sind vollgestopft mit wissenschaftlichem Equipment. Allermodernste Technik. Aber die ändert auch nichts daran, wer die Arktis verstehen will, der muss sich immer noch warm anziehen und raus aufs Eis. Ich bin auf dem Weg zu einer Wissenschaftlerin vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Deren Forschungsobjekt sieht zwar unscheinbar aus, ist aber von globaler Bedeutung. Sie hat eine Waffe dabei, für den Fall, dass uns ein Eisbär zu nahe kommt.
Katrin zeigt mir einen besonderen Ort, den ich ohne sie nie gefunden hätte. Wie ist diese Schlucht entstanden, Katrin? Das kommt vom Schmelzwasser des Gletschers. Der hat das aufgebrochen. Ach, das Schmelzwasser hat das hier so reingefräst. Genau. Und guck mal hier. Oh. Das ist verrückt. Hier kann man in das ganz alte Gletschereis reingucken. In dieses Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende alte Eis. Wie ein Fenster in die Vergangenheit. Und wenn man da reinguckt, was sieht man dann? Alles voller Dreck. Das ist natürlich ein Albtraum für Reinigkeitsfanatiker, aber ein Traum für unzählige kleine Lebewesen da draußen im Meer. Die können es nämlich gar nicht abwarten, endlich wieder Dreck zu fressen. Der Dreck im Eis ist der Arbeit von Gletschern zu verdanken. Sie sind ständig in Bewegung. Dabei hobeln sie mit ihrem Gewicht den Felsen ab, über den sie schrubben. Der Eispanzer pulverisiert das Gestein regelrecht und wenn er kalbt, kippt er den mineralhaltigen Schutt ins Polarmeer. Je wärmer es wird, je mehr Gletscher kalben, umso mehr Mineralien gelangen ins Wasser. Im Frühjahr stürzen die meisten dreckbeladenen Eisbrocken ins Nordpolarmeer. Kurz darauf beginnt ein wahres Spektakel. Heerscharen von Möwen sammeln sich vor der Gletscherkante. Der Grund findet sich unter der Wasseroberfläche. Das Wasser ist stark eingetrübt durch das viele Phytoplankton. Die nun zunehmende Sonnenscheindauer befördert die Photosynthese und damit die Vermehrung des Meeresphytoplanktons. Es macht fast 98% der Biomasse in unseren Weltmeeren aus. Die Gesamtheit aller Fische und Wale fällt daneben kaum ins Gewicht. Etwa 70% des Phytoplanktons sind Kieselalgen. Es gibt schätzungsweise mehr als 100.000 verschiedene Arten in allen Weltmeeren verteilt. Ein Grund dafür, dass sie in den Polarmeeren so häufig sind, ist die Erosion durch Gletscher. Der braune Schlamm aus dem Abrieb besteht unter anderem aus Siliziumdioxid. Und daraus bilden Kieselalgen ihr Gerüst. Innerhalb eines Tages kann sich ihre Zahl verdoppeln. In den Gewässern rund um Spitzbergen herrschen gerade jetzt besonders gute Bedingungen. Ich bin unterwegs mit der Kieselalgenexpertin des Alfred-Wegener-Instituts. In welcher Tiefe fühlen Sie sich gerade besonders wohl, so bei diesen Umweltverhältnissen? Die sind im Moment alle in den oberen 10, 20 Metern. Aber ist ja eigentlich Hauptsaison gerade, ne? Genau, also jetzt ist gerade die Saison, wo am allermeisten von den Kieselalgen da sind. Wir nennen das die Frühjahrsblüte. Kann man sich vorstellen, wie wenn an Land alle Bäume auf einmal ganz schnell grün werden. Und das Gleiche passiert im Ozean, dass ganz viele kleine Algen wachsen. Du hast gesagt, wie Bäume, ich meine, kann man sich auch gut vorstellen, die grüne Farbe, das funktioniert ja genauso. Photosynthese, Chlorophyll, grün. Genau, so einfach ist es. Ich sehe was, fette Beute. Und da haben wir jetzt einige davon zusammengefischt. Dieser hellbraune Schleim, das ist das, wovon wir reden? Genau, das sind Millionen kleine einzellige Mikroalgen, die jetzt durch das Netz so aufkonzentriert sind, dass man sie tatsächlich sehen kann. Jetzt in der Blüte, in der Hochsaison, wie viel gibt es pro Liter höchstens? Können schon bis zu 5, 6 Millionen pro Liter sein. Das ist Wahnsinn, ne? 6 Millionen pro Liter. Moment. Danke, Clara. Und jetzt kann ich zum ersten Mal wilde Kieselalgen frisch aus dem arktischen Ozean, hat man sonst eigentlich nie die Möglichkeit, die mit bloßem Auge mal zu sehen, weil die so klein sind, ne? Ja, genau. Kieselalgen gibt es unvorstellbar viele. Und sie sind wirklich die Helden auf unserem Planeten. Denn ohne sie wäre das Leben hier nicht so, wie wir es kennen. Eisbären zu beobachten mag spannender sein, aber ich muss zugeben, dass diese unscheinbaren Meeresbewohner für das Leben auf unserem Planeten wichtiger sind. Von Kieselalgen ernähren sich andere Kleinstlebewesen wie diese Krebse,
die wiederum Fischfutter sind. Und die Möwen werden von den Fischschwärmen angelockt. Es ist ein perfekt abgestimmter Kreislauf. Und selbst mehrere Meter große Giganten zieht es im Frühjahr ins Nordpolarmeer. Und es sind nicht die Fische, die das Walross anlocken. Mit seinen 450 Barthaaren spürt das Walross versteckte Muscheln auf. Sandklaffmuscheln graben sich zum Schutz vor Fressfeinden ein. Nur eine schmale Röhre schaut da noch aus dem Sediment. Der Siphon. Die beiden Röhren darin sind lebenswichtig. Durch eine saugt die Muschel planktonhaltiges Wasser an. Durch die andere stößt sie das gefilterte Wasser wieder aus. Ein Walross kann an einem Tag 60 Kilogramm Muschelfleisch verzehren. Da jede Muschel pro Stunde 20 Liter Meereswasser filtriert, sind sie wahre Plankton- und Kalorienspeicher. Die Muschelsuche lohnt sich also für das Walross. Und das Fressen geht dann erstaunlich schnell. Nachdem das Sediment weggeschaufelt ist, umschließt das Walross die Muschel mit den Lippen. Indem es die Zunge nach hinten schlägt, entsteht ein Vakuum. Und das war's dann für die Muschel. Nach 30 Minuten unter Wasser müssen die Tiere wieder nach oben zum Luft holen. Seit 1952 sind Walrösser unter Schutz gestellt. Die Population auf Spitzbergen hat sich seitdem erholt. Von einst ein paar hundert zu mehr als 5000. Den 1,5 Tonnen schweren Giganten scheint es richtig gut zu gehen. Und das liegt auch am üppigen Nahrungsangebot. Selbst die kleinsten Lebewesen sind in einer direkten Linie mit den allergrößten verbunden. Nur mal so ein Beispiel. In diesem Wasser hier treiben pro Liter in der Hochsaison schätzungsweise 6 Millionen Kieselalgen. Und eine Muschel filtriert in den Jahren ihres Wachstums viele tausend Liter von diesem Wasser, also nimmt dabei Milliarden Kieselalgen auf. Und so ein richtig dickes Walross, so ein Exemplar wie die, die da hinten liegen, das muss natürlich viele, viele tausend von diesen Muscheln fressen, um so groß und fett zu werden. Aus unzähligen Kieselalgen wird also über die Nahrungskette ein Walross. Das Plankton, besonders die vielen Kieselalgen, verhelfen den Walrössern also zu ihrer bis zu 15 cm dicken Fettschicht. Die schützt vor Kälte, aber auch vor manchem Angriff. Doch Gefahr besteht für die Jungen. Im Wasser hat der Eisbär allerdings keine Chance. Der Nachwuchs kann auch nicht lange schwimmen. Er braucht zum Ausruhen eine Eisscholle. Und an Land wartet der Eisbär. Viele geeignete Plätze sind schon vergeben. Mutter und Jungtier müssen weitersuchen. Und die Kräfte des Jungen lassen nach. Die Mutter muss es immer wieder über Wasser halten. Die Plätze auf dieser Scholle sind verbissen umkämpft. Und manchmal haben alle das Nachsehen.
Solange Gefahr vom Festland droht, gibt es keinen Weg zurück. Schließlich findet die Geschichte von Mutter und Kind doch noch ein Happy End. Zumindest vorläufig. Kaum zu glauben, dass die Vielfalt des Lebens hier in der Arktis letztlich den winzigen Bruchstücken des Abriebs der Gletscher zu verdanken ist. Dem Dreck und den Kleinstlebewesen, dem Plankton. Kieselalgen sind sowas wie die Mega-Influencer des Lebens auf der Erde. Ohne sie wäre alles anders. Sie vermehren sich dort am besten, wo es kaltes und nährstoffreiches Wasser gibt. Und natürlich jede Menge Licht. Also je nach Jahreszeit in der Antarktis oder der Arktis. Zwischen den beiden Polen, da liegen ja die gewaltigen Ozeane. Und die Temperatur- und Salzunterschiede in den Ozeanen sorgen dafür, dass das Wasser immer in Bewegung bleibt. Das ist die thermohaline Zirkulation. Und die transportiert jede Menge blinde Passagiere. Das Plankton. Die Kieselalgen vagabundieren mit den Meeresströmungen um die ganze Welt. Im Indischen Ozean triggern sie dabei ein spektakuläres Naturschauspiel. Die Bühne dafür ist eine kleine Bucht im Inselstaat der Malediven. Hunderte Mantarochen sammeln sich in einem Flachwassergebiet im Riff. Die Riesentiere haben eine Spannweite von bis zu 7 Metern. Das Wasser ist trüb durch Massen an Plankton und damit auch Kieselalgen. Die Malediven-Mantas haben eine besondere Technik, um möglichst viel von den kleinen Organismen zu erwischen. Als Schwarm veranstalten sie eine Art Ballett. Durch die Bewegungen entsteht ein Strudel, in dem das Plankton gefangen ist. Nun müssen sie nur noch ihr Maul weit aufsperren und durch den Planktonstrudel gleiten. Das große Fressen der Mantarochen, aber auch der anderen Planktonfresser, wie zum Beispiel dem Walhai, hat Folgen. Ihre Ausscheidungen verkleben mit dem meertreibenden Algen. Als Meeresschnee sinkt all das allmählich auf den Grund. In Millionen Jahren wachsen dicke Sedimentschichten. Und dieser Schnee schmilzt nie. Manchmal kommt er durch eine Laune der Natur an die Oberfläche. So geschehen in einem der inzwischen lebensfeindlichsten Gebiete auf diesem Planeten, der Sahara. Die sogenannte Budele-Depression in Zentralafrika. Diese Landsenke entstand vor etwa 12.000 Jahren. Damals bedeckte eine ausgedehnte Seenlandschaft die Region. Lebensraum für unzählige Kleinstlebewesen wie Kieselalgen. Das abgestorbene und mit den Ausscheidungen der Meeresbewohner verklebte Plankton sank ab. Als die Gewässer austrockneten, blieb das alles als Sediment zurück. Darin auch die Überreste von Massen an Kieselalgen im heißen Wüstensand. Die Namib ist die älteste Wüste der Welt. 80 Millionen Jahre alt. Seither hat es das Leben hier schwer. Oh,
Also ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs und muss sagen, ich habe selten eine Gegend gesehen, die so lebensfeindlich ist. Hier wächst wirklich absolut gar nichts. Nur ab und zu liegt so ein Haufen in der Gegend rum. Sieht aus wie Biomüll, der vielleicht von irgendeinem Laster gefallen ist. Aber so unglaublich das auch klingt, dieses Zeug hier, das lebt. Die Welwitschia gilt als eine der hässlichsten Pflanzen der Welt. Und trotzdem hat sie es bis ins Staatswappen von Namibia geschafft. Und zwar aus gutem Grund. Denn diese Pflanzenart, die ist älter als die Wüste selbst. Und sie heißt mit Nachnamen Mirabilis, also Wunder. Und tatsächlich ist sie nichts weniger als genau das. Sie widersteht Temperaturen von 40 Grad und ist genügsam. Sie hat nur zwei Blätter, die ihr ganzes Leben lang wachsen. Sehr, sehr langsam. Doch sie können bis zu 6 Meter lang werden und beschatten so den Boden rundherum. Ihr Geheimnis liegt unter der Oberfläche. Denn diese Pflanze bildet in einem Umkreis von 15 Metern Wurzeln und die gehen wirklich tief runter, bis zum Grundwasser. Und so schafft es die Welwitschia, 2000 Jahre alt zu werden. Ihr langes Leben hat sie den geologischen Bedingungen zu verdanken, die für das bisschen, aber trotzdem lebensnotwendige Wasser sorgen. Die Namib ist eine Küstenwüste. Aufsteigende Feuchtigkeit lässt nahe der Küste Wolken entstehen. Doch die lösen sich in der Gluthitze rasch wieder auf. In der Regenzeit bilden sich dagegen in der kühleren Hochebene Namibias und an den angolanischen Bergen dicke Wolken. An den Hängen regnen sie ab und das Wasser, das nicht gleich verdunstet, versickert. Unterirdisch reißt es dann auf einer wasserundurchlässigen Tonschicht bis in die Namib. Dort ist es das Lebenselixier für etwa 5000 Welwitschia-Pflanzen, verstreut im Wüstensand. Doch das können nicht die einzigen Wasserquellen der Namib sein. Ausgetrocknete Flussläufe durchziehen wie Straßen die ganze Region. Es muss hier manchmal so viel Wasser geben, dass es die Landschaft formt und in den Senken ein bisschen grün gedeiht. Und selbst für große Tiere, für sehr große, als Lebensgrundlage ausreicht. Mein Begleiter Uera findet auch schon einige Hinweise auf die Namib-Bewohner, die wir suchen. Uera meint, die Spuren sind höchstens 2 Stunden alt. Wir können sie also mit dem Auto noch einholen. Die Tiere, deren Spuren wir folgen, brauchen viel Grünzeug und müssen spätestens nach 5 Tagen eine Menge trinken. Und da sind sie. Wüstenelefanten sind nicht einfach nur Elefanten, die in der Wüste leben, sondern die sind wirklich was Besonderes. Sie gelten übrigens als aggressiv, deshalb muss ich jetzt ein bisschen steif sitzen. Diese Tiere sind kleiner als normale Elefanten, schlanker. Sie haben größere Füße im Vergleich zum Körper, damit sie nicht so in den Sand einsinken. Und sie haben auch längere Beine, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie hier in dieser wüstenähnlichen Landschaft immer so weit laufen müssen, um genug Futter zu finden. Jetzt kommt eine Kuh mit dem kleinen Baby. Die sind mal besonders aggro, also jetzt mal Vorsicht und nicht bewegen und ganz locker bleiben. Wenn sich diese speziellen Merkmale noch weiter ausprägen, dann könnte aus diesen Tieren irgendwann mal eine eigene Unterart werden. Mal sehen. So, jetzt kommt der Halbwüchsige direkt auf mich zu. Noch 2 Meter. Jetzt geht er zum Glück zur Seite. Mann, oh Mann, die waren ganz schön nah dran. Aber wie alle anderen Elefanten auch, können diese mit ihren Sohlen Infraschall im Boden spüren. Das allein ist ja schon wirklich faszinierend. Aber sie können damit auch Wasser im Untergrund orten. Wasser, das kein anderes Tier sehen kann. Kleinste Vibrationen, etwa von unterirdischen Flussläufen, die es in der Gegend gibt, können die Riesen erspüren. Zielsicher folgen sie dem ausgetrockneten Flussbett. Aber wie gelangen sie dann an das Wasser im Untergrund?
Diese Gruppe scheint ein Ziel zu haben. Blitz, Donner und der auf den Boden prasselnde Regen erzeugen Schwingungen. Über eine Entfernung von bis zu 240 Kilometern spüren die Tiere die Vibrationen nicht nur im Boden, sondern auch in der Luft. Über weite Strecken ziehen die Elefanten in Richtung Unwetter, dem Wasser entgegen. Ohne diese außergewöhnliche Fähigkeit könnten die Tiere in der trockensten Wüste der Welt nicht überleben. Und sie müssen am Ziel sein, bevor das Wasser wieder verdunstet. Für wenige Wochen verändert sich die Landschaft in eine grüne Oase. Bis zu 60 Kilometer am Tag legen die Wüstenelefanten zurück. Und die Stellen, an denen Wasserlöcher für längere Zeit gefüllt bleiben, bewahren die Tiere in ihrem sprichwörtlichen Elefantengedächtnis. Das grüne Paradies ist nur von kurzer Dauer. Aber dieser Kreislauf des Wassers sichert das Überleben der Elefanten genauso wie das vieler anderer Bewohner der Namib. Dann herrscht wieder Trockenheit. Was übrig bleibt, ist jede Menge heißer Sand. Und ein paar Sträucher und Bäume, die noch mit ihren Wurzeln an das Wasser im Untergrund reichen. Sand ist eben nicht gleich Sand. Hier in diesen Trockengebieten gibt es ganz viele Sandkörner. Oh, alles in die Augen. Die sind viel, viel dünner als unsere menschlichen Haare. Und deshalb hebt der Wind sie auch ganz hoch, Kilometer hoch, in die Atmosphäre. Da bilden sie dann riesige Wolken, die man sogar vom Weltraum aus sehen kann, und reisen um die halbe Welt. Auch in der Atmosphäre gibt es globale Förderbänder. Die pumpen die Luftmassen um den Globus. Angetrieben von Solarenergie. Am Äquator heizt die Sonne besonders stark. Warme Luft steigt nach oben und am Boden entsteht dadurch ein Unterdruck, ein Tiefdruckgebiet. Um diesen Druckunterschied auszugleichen, strömt dann kalte Luft von der Seite dorthin, wo vorher die warme aufgestiegen ist. Und dadurch gerät die gesamte Luftmasse in Bewegung. Am Äquator werden diese Winde durch die Corioliskraft dann auch noch abgelenkt. Und das sind die Passatwinde. Die wehen ganz beständig von Ost nach West. Und haben dabei auch noch den Sand der Sahara mit im Gepäck. Die Staubwolken erreichen nicht selten in ihrer Ausbreitung die Größe Spaniens. Wenn die leichten Teilchen hoch genug aufsteigen, werden sie von den globalen Förderbändern in der Atmosphäre erfasst. So schickt der Wind etwa 500 Millionen Tonnen Saharasand pro Jahr auf eine Reise über den Atlantik. Was sich vor langer Zeit einmal als Meeresschnee am Grund einer Seenlandschaft abgelagert hatte, wie Massen an fossilen Kieselalgen, ist nun purer Mineraldünger für den Regenwald. Der Staub aus der Sahara bildet über dem Amazonas-Regenwald Kondensationskeime für die Feuchtigkeit in den Wolken. Wenn die Wolken dann abregnen, bringen sie die kostbare Fracht in den Dschungel.
Dieses besondere Ökosystem ist dringend auf den Dünger angewiesen. Das dichte Grün des tropischen Regenwaldes verschleiert den Mangel an Nährstoffen. Doch der Wald wächst auf einer nur sehr dürftigen Humusschicht. Dass die Pflanzen dennoch so üppig gedeihen, ist einem perfekten Recycling zu verdanken. Alles, was stirbt, wird wieder in neue Biomasse umgebaut. Der Kampf um die knappen Ressourcen bestimmt das Leben. Dazu kommt die Konkurrenz ums Licht. Nur wer einen Platz an der Sonne erlangt, hat eine Chance. So sind alle Stockwerke besetzt. Epiphyten, Pflanzen, die auf Pflanzen leben, lassen winzige Ökosysteme in der Höhe entstehen. Ihre Blätter dienen als Trichter für Regentropfen. Dieser Baumsteigerfrosch hat den kleinen Tümpel für seinen Nachwuchs entdeckt. Er hat die Kaulquappe bis hierher geschleppt. Vor Feinden verborgen, wird sie sich nun in der Pfütze zum Frosch entwickeln. Während der Regenzeit schüttet es Tag und Nacht. Der Wasserpegel des Amazonas steigt um bis zu 10 Meter. Der Wald verwandelt sich in eine Wasserlandschaft. Die Niederschläge setzen im flachen Amazonasbecken große Flächen für Monate unter Wasser. Das Leben hat sich auf die Zeiten mit Land unter eingestellt. Für Wasserbewohner bieten sich nun völlig neue Möglichkeiten. Hier soll es mehr Fischarten geben als im gesamten Atlantischen Ozean. Obwohl niemand genau weiß, was sich alles in den dunklen Gewässern verbirgt. Manche Jäger verstehen es, die Eigenheiten des Flusses zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie treiben ihre Opfer in besonders trübes Wasser. Dort verlieren die Orientierung und sind dann leichte Beute. Zum Beispiel für die Otos, die Süßwasserdelfine des Amazonas. Im trüben Wasser erscheinen sie mit ihrer zart grau-rosa Färbung wie Fabelwesen. Und es gibt sie nur hier, in diesem weit verzweigten Flussnetz. In der Zeit, in der große Teile des Waldes unter Wasser stehen, ist ihr Jagdgebiet um ein Vielfaches vergrößert. Wie viele dieser wunderbaren Tiere es wohl noch gibt, niemand weiß es so genau. Vor einigen Jahren hatte ich bei einer Reise entlang des Amazonas Gelegenheit für eine Begegnung. Und ich muss sagen, es war ein unvergessliches Erlebnis. Also, wenn Delfine wirklich schlau wären, dann würden sie ja nicht zu den Menschen hinschwimmen. Denn einige Fischer hier, die benutzen Botofleisch immer noch als Köder. Schlimme Sache. Na, mein Kleiner. Aber diese Tiere hier, die haben Glück gehabt. Ma, nicht schubsen. Die sind an einen Fischer geraten, der Delfine wirklich mag. Ah, hat er mir den Po gezwickt. Wer war das? Erst hat er sie immer nur mit seinen Fangresten gefüttert. Aber dann ist daraus eine dauerhafte Beziehung entstanden. Und heute leben die Tiere immer in der Nähe seines Hauses. Inzwischen kommen sogar Schulklassen und Forscher hierher, um die Delfine mal ganz aus der Nähe zu sehen, weil man sonst ja nie die Gelegenheit dazu hat. Na, du Süßer. Jeder, der mal mit dem Botus im Wasser war, ist eigentlich nachher von ihnen begeistert. Weil sie so unglaublich sympathisch sind. Und weil sie trotz ihrer winzig kleinen Augen in diesem trüben Wasser nirgendwo antitschen. Der Grund dafür, der steckt in ihrem Kopf. In dieser Melone oben auf der Stirn. Denn da drin, da sitzt die Echo-Ordnung.
Mit dem Melonenorgan erzeugen die Botus gerichtete Schallwellen. Die Objekte der Umgebung reflektieren die Wellen. Dadurch geraten die Gehörknochen in Schwingung. Und im Gehirn entsteht daraus ein detailliertes Bild der Umgebung. So können die Botus auch zwischen Bäumen und Sträuchern ihrem Spürsinn blind vertrauen und Beute machen. Der Regenwald hat seinen Namen nicht ohne Grund. Selbst außerhalb der Regenzeit regnet es nahezu täglich. Stellenweise fallen im Jahr über 6000 Liter pro Quadratmeter. Das ist fast achtmal so viel wie in Deutschland. Doch der Regen ist Segen und gleichzeitig Fluch. Wolkenbruchartiger Niederschlag reißt die spärliche Humusschicht des Waldes mit sich. Damit wird ein Großteil der Nährstoffe ausgeschwemmt und in das weit verzweigte Flusssystem gespült. Der Amazonas ist der wasserreichste Fluss der Erde. Die gewaltigen Wassermassen führen Unmengen an Schlick- und Schwebestoffen mit, die auf ihrem Weg immer feiner zerrieben werden. Hunderte Millionen Tonnen davon befördert der Amazonas pro Jahr. Es ist diese hohe Sedimentfracht, die das Wasser einfärbt. Das Einzugsgebiet des Amazonas ist so groß wie Australien. Und dieser Fläche entzieht der Regen einen Großteil der Nährstoffe. Doch die Mineralien sind nicht verloren. Nach über 6000 Kilometern gelangt die kostbare Fracht in den Atlantik. Das braune Wasser vor der Mündung des Amazonas ist selbst vom Weltraum aus zu erkennen. Rund 100 Kilometer vor der Mündung gedeiht eine üppige Unterwasserwelt. Die Ursache für diesen Reichtum ist unsichtbar. Es sind die Nährstoffe aus dem Regenwald. Dort, wo die Sonne durch das Wasser dringt, explodiert das Leben. Es gibt reichlich Nahrung. Ohne Plankton wären unsere Meere vermutlich leer. Das Phytoplankton, mehrheitlich Kieselalgen, vermehrt sich bestens. Und das ist kein Wunder, denn Kieselalgen haben ja nicht nur ausreichend Sonnenlicht, sondern auch genügend Nährstoffe. Schließlich stammt ein Teil des Mineraldüngers von den Kieselalgen aus vergangenen Zeiten, deren Reise einst in der Sahara begann und deren Überreste durch den Amazonas in den Atlantik geschwemmt wurden. Baustoffe für die nächste Generation. Kieselalgen werden maximal 2 mm groß. Für das Leben in den Ozeanen sind sie unerlässlich. Ohne sie würde unsere Erde anders aussehen. Auf den globalen Förderbändern reisen die Kieselalgen um die ganze Erde und verbinden alle Lebenswelten des Planeten miteinander. Das Polareis, das ist mit den Wüsten verbunden. Und die Wüsten, die sind mit dem Regenwald verbunden. Der ist wiederum mit dem Meer connected und das am Ende wieder mit dem Polareis, weil halt alles mit allem verbunden ist. Die globalen Förderbänder sind sowas Ähnliches wie die Blutbahnen in einem Körper. Und die Kieselalgen, die sind dann die Blutkörperchen, die die einzelnen Organe versorgen. Wenn man sich die Erde wie ein großes Lebewesen vorstellt, dann besteht das aus vielen einzelnen Organen. Und die unterscheiden sich auch alle voneinander. Aber jedes einzelne wird gebraucht. Und nur alle zusammen können den gesamten Organismus dauerhaft gesund halten. Unter anderem verbunden eben durch die Kieselalgen. Als Hauptbestandteil des Meeresphytoplanktons bilden Kieselalgen das Fundament der Nahrungspyramide in den Meeren unseres Planeten.
Und nicht nur das. Sie beeinflussen sogar das globale Klima. Die Meere sind eine wichtige CO2-Senke. Ein Viertel des von Menschen verursachten Treibhausgases puffern die Ozeane. Kohlendioxid aus der Luft löst sich im Meerwasser. Die Algen nutzen es, um neues biologisches Material, also Biomasse, aufzubauen. Wenn sie absterben, sinkt der von ihnen gebundene Kohlenstoff zum Meeresgrund. Mehr als die Hälfte des Kohlenstoffs, der heutzutage auf diesem Wege in Meeressedimenten eingelagert wird, geht auf das Konto von Kieselalgen. Und das ist immer noch nicht alles. Die Kieselalgen der Meere produzieren mehr Sauerstoff als alle tropischen Wälder. Sie haben aufgrund ihrer jahrmillionenalten Geschichte auf unserem Planeten schon vor langer Zeit unsere Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert. Daher sind sie heute für den Sauerstoff in jedem zweiten Atemzug, den wir machen, verantwortlich. Das zarte blaue Band um unseren Planeten, die Atmosphäre, haben wir daher auch den Kieselalgen zu verdanken. Wir Menschen halten natürlich uns selbst für die wichtigste Lebensform von allen. Aber das ist Quatsch, das ist objektiv falsch. Denn die großen Lebenskreisläufe auf dem Planeten, die funktionieren auch ohne uns ganz prima. Und inzwischen muss man ja sogar sagen, besser ohne uns. Fürs große Ganze, also für das Leben auf der Erde, sind Algen ganz bestimmt wichtiger als Menschen. Denn sie produzieren zum Beispiel die Atemluft und noch vieles, vieles mehr. Und wenn man sich das mal klar macht, dann wird auch klar, warum es uns eben nicht egal sein kann, wenn irgendwo am anderen Ende der Welt Gletscher schmelzen oder Regenwälder sterben. Weil eben alles mit allem verbunden ist. Das ist ein großer Gedanke und ich finde auch ein sehr, sehr schöner. Tschüss und bitte bleiben Sie fasziniert.